Hallo und willkommen zurück bei Warcraft 3. Wir machen direkt weiter. Sturmgrimms Erwachen am nächsten Tag am Rande der heiligen Mondlichtung. Nun, wo Cinarius tot ist, liegt es an uns, die Druiden zu wecken. Wir müssen das Horn des Halbgottes von der heiligen Insel der Mondlichtung bergen. Nur sein Ton kann die Druiden aus ihrem Schlummer erwecken. Aber Priesterin, die Orks haben auf der Insel eine primitive Siedlung errichtet. Wir werden uns den Weg zu Cinarius Horn freikämpfen müssen. Priesterin Tyrande! Illun sei Dank, dass wir euch gefunden haben. Die Untoten rücken auf die Traumhöhlen vor. Die Höhlen scheinen verlassen, aber... Ein Druide schläft darin, Schwester. Malfurion Sturmgrimm. Der weiseste und mächtigste aller Druiden. Er muss gewarnt werden, dass die Legion zurückgekehrt ist. Dann sollten wir schnell handeln. Wenn die Untoten seine Höhle erreichen, bevor er geweckt wurde... Lasst uns eilen, meine Schwestern. Malfurions Erwachen ist unsere einzige Hoffnung. Oh nein, Zeitlimit. Okay, was haben wir denn? Wir haben hier, ja. Hier ist ein Beschützer. Machen wir noch mal ein paar. Ashetoraman. STRG 9. STRG 5. Was ist der Ruf der Natur? Ich folge der Stimme von Elun. Okay. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. So, kann ich denn noch was hier bauen? Wir haben hier ein paar Brunnen. Die Jägerhütte haben wir. Ein Urtumbeschützer. Stellen wir hier hin. Es ist mehr Holz erforderlich. Gut, es ist mehr Holz erforderlich. Kümmer dich drum. Jemand bedroht die Wildnis? Wie die Göttin wünscht. Wir gehen hier lang. Forschung abgeschlossen. Ashetoraman. Oder geht's gar nicht lang? Ich dachte, hier wäre der Weg. Bei Elun. Gucken wir mal, wo lang die jetzt gehen. Nicht genügend Gold. Ich folge der Stimme von Elun. Unverzüglich. Hier ist noch eine Goldmine. Bei Elun. Euer Gebäude ist fertig. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Forschung abgeschlossen. So sei es. Ich bin bereit. Nicht genügend Gold. Oh, jetzt ist es das Gold, was fehlt, ja. Tun wir die hier mal hinwurzeln. Die Göttin. Und wurzeln den hier wieder ein. Ich bräuchte noch mal zwei. Ich bin bereit. Noch mal einen. So, du machst bitte hier... Nicht genügend Gold. Forschung abgeschlossen. Dann zwei Brunnen hin. Ashetoraman.
Wenn die drin sind, können wir losgehen, würde ich sagen. Nicht genügend Gold. Die Göttin ruft. Ich warte auf euch. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. So sei es. Okay, die laufen zusammen. Unverzüglich. Das ist ja praktisch, wenn ich an denen vorbeikäme. Wie die Göttin wünscht. Und mal gerade hier hingucken. Also hier geht es sehr wahrscheinlich zu denen. Euer Gebäude ist fertig. Jemand bedroht die Wildnis? Euer Gebäude ist fertig. Bei Elun. Euer Gebäude ist fertig. Anudura! Euer Gebäude ist fertig. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich folge der Stimme von Elun. Inurifa. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ich folge der Stimme von Elun. So sei es. Für Kalimdor. Das Inventar ist voll. Euer Gebäude ist fertig. Unverzüglich. Aber nur um eins. Euer Gebäude ist fertig. Bei Elun. Hallo? Forschung abgeschlossen. Loktar Oga! Für Kriegshäuptling Thrall! Unsichtbare Einheiten. Wie die Göttin wünscht. Moment, hier geht's gar nicht weiter, ne? Das ist nicht gut. Ausbau abgeschlossen. Unser heiliger Hain wird entweiht. Die Göttin ruft. Unverzüglich. Forschung abgeschlossen. So, jetzt können wir auf jeden Fall... Es ist mehr Holz erforderlich. Und den brauchen wir noch ein paar. Das kostet so viel Holz alles. So, SCRG 8. Jemand bedroht die Wildnis. Wir müssen aber leider vorrücken. Und fangen wir damit schon mal an. Schnürt sie ein, bevor sie sich neu formieren können. Euer Gebäude ist fertig. Magieabwehr. Sekunde. Wie viel haben wir? Wenn wir die beiden machen... 3, also die kosten 6. Das heißt, es dürfte jetzt nichts mehr produziert werden, was Einheiten kostet. Dann kämen wir hin. Unsere Krieger greifen den Feind an. Bedroht die Wildnis. Wie die Göttin wünscht. Ich gehe im Schatten. Die Göttin ruft. Ich habe Rache geschworen. Forschung abgeschlossen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ich folge der Stimme von Elun. Bei Elun. So sei es.
Ashetoraman. Ich meine, ich habe den Mana-Stein, deswegen habe ich die Intelligenz weggegeben. So sei es. Aber war das so clever? Jemand bedroht die Wildnis? Ich folge der Stimme von Elun. Ja, die haben hier sehr viele Bonis, aber ich glaube, an sich sind die Einheiten generell schwächer als bei den anderen. Dafür haben die aber coole Unverzüglich. Bonis. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Wir sind halt auch sehr stark auf Rain. Wie die Göttin wünscht. Unsere Krieger greifen den Feind an. Passt euch kurz. Fangt! Die Göttin ruft. Ich folge der Stimme von Elun. Ashetoraman. Die Göttin ruft. Jemand bedroht die Wildnis? So sei es. Die weite, weite Welt. Jemand bedroht die Wildnis? Ashetoraman. Göttin, erleuchte meinen Weg. Unverzüglich. Was ist der Ruf der Natur? Die Göttin ruft. Unsere Krieger greifen den Feind an. Bei Elun. Gibt es Ärger? Haben wir jetzt tatsächlich noch einen... So sei es. Und den verloren. Ich folge der Stimme von In Position. Von Elun. Göttin, erleuchte meinen Weg. Jemand bedroht die Wildnis? Komm, heil mal schneller, bevor der Held wiederkommt. Sprecht frei heraus. Ah, die weite, weite Welt. Wie die Göttin wünscht. Oder wir müssen wieder auf Kosten gehen. Unverzüglich. Wäre vielleicht sowieso sinnvoll. Ich folge der Stimme von Elun. Okay, gehen wir auf Kosten. Elfen sind stärker, als wir dachten. Erleuchte meinen Weg. Ah, die weite, weite Welt. Ashetoraman. Die Göttin ruft. Unverzüglich. Ich folge der Stimme von Elun. Göttin, erleuchte meinen Weg. Ah, die weite, weite Welt. Jemand bedroht die Wildnis? Ashetoraman.
Jemand bedroht die Wildnis? Bei Elun. Gott, mehr erleuchte meinen Weg. Wie die Göttin mehr Mond. Die weite, weite Welt. So sei es. Bei Elun. Wer bedroht die Wildnis? Muss ich auch noch meine eigenen Leute hier killen, oder was? Werden wir erobert? Unverzüglich. Das ist aber nicht gut. Ein Jadering. Wie die Göttin wünscht. Was macht der? Beweglichkeit plus 1. Die weite, so weite sei Welt. Es, wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Unverzüglich. Können wir zwar alles hier brauchen, aber was sollen wir bei machen? Bei Elun. Haben keine Zeit, weiter geht's. Spürt den Zorn der Natur. Priesterin, die Untoten nähern sich der Traumhöhle. Shando Sturmgrimm ist ihnen hilflos ausgeliefert. Hallo! Ashitoraman. Für Kalimdor. Wir sind doch gleich da. Wie die Göttin wünscht. Will mich ja schon am Beeilen. Keiner soll der Wildnis ein Leid zufügen. Was ist der Ruf der Natur? Erleuchte meinen Weg. Unverzüglich. Ich folge der Stimme von ihm. Die Göttin ruft. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Göttin, erleuchte meinen Weg. Wollt schon ein Item wegtun. Endlich. Das Horn des Szenarios. Jetzt können wir mal Furion wecken. Das Horn ist erschollen und ich bin gekommen, wie versprochen. Ich rieche den Gestank von Verderbnis und Verfall in unserem Land. Das erzürnt mich. Erwacht, Verteidiger von einst! Zerschmettert die Invasoren wie in alten Zeiten! Mission war was schneller als die letzte, war? Weg weiter. Machtwort der Druiden. 2 Tage später, tief im Tal der Winterquell. Tausend Jahre sind vergangen, seit ich dich zuletzt sah, Tyrande. Ich habe jede Sekunde an dich gedacht, während ich durch den smaragdgrünen Traum streifte. Unser Wiedersehen erfüllt mein Herz mit Freude, Malfurion. Doch ich hätte dich nicht geweckt, wenn es nicht dringend wäre. Im Traum spürte ich, wie unser Land verdarb, als wäre es mein eigenes Fleisch. Es war richtig, mich zu wecken. Die brennende Legion ist zurückgekehrt, Malfurion. Szenarius ist tot und Fremde ziehen ungehindert durch unsere heiligsten Täler. Wie in der Prophezeiung. Zweifellos wird Archimond zum Hyal-Gipfel vordringen und den Weltenbaum angreifen. Gelingt es ihm, den Baum zu schröpfen, ist es das Ende dieser Welt. Was heißt schröpfen? Ich hatte nur einen Gedanken, dich und die anderen Druiden zu wecken. Die Krallendruiden befinden sich in den Traumhüllen am Ende dieses Tals. Wenn wir sie erreichen,
können wir Archimond und seine Dämonen vielleicht aufhalten. Zu den Waffen! Geschafft, Jungs. Wir haben sie vertrieben. Formieren wir uns beim Stützpunkt neu und versorgen die Verwundeten. Die Fremden kämpfen also auch gegen die Untoten. Sie könnten wertvolle Verbündete gegen Archimond und seine Brut sein. Es sind Bastarde, nichts mehr. Sie tragen die Schuld an Cenarius Tod. Eher sterbe ich, als an ihrer Seite zu kämpfen. Vielleicht hast du recht, Liebste. Wir werden unsere neue Siedlung hier gründen. Deine Wachen sollten auf der Hut bleiben. Ich bezweifle, dass sich die Fremden oder die Untoten schon geschlagen geben. Unverzüglich. Ich muss gerade mal gucken, ob hier irgendwas ist. Jemand bedroht die Wildnis? Wie die Göttin wünscht. Wo ich auch anders hingehe. So sei es. Bei haben wir schon mal gehabt. Ja, da hätte ich hier einen Foliant oder so rum. Wie die Göttin wünscht. So sei es. So sei es, wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Unverzüglich. Für Kalimdor. Bei Elun. So sei es. Unverzüglich. Unsere Krieger greifen den Feind an. Länder. Der hat das Horn. Stärke. Das ist aber ein Intelligenzcharakter. Die Göttin. Warte, habe ich irgendwas mit viel Intelligenz? Habe ich natürlich weggetan. Jemand beim bedroht die Mal. Wildnis? Inurifa. So sei es. Bei Elun. Ich folge der Stimme von Elun. Euer Gebäude ist fertig. Gebäude. Den haben wir. Ne, die haben wir alle, ne? Burgturm der Leere ist der hier. Wir müssen gar keine Upgrades machen. Machen wir noch mal zwei Verteidiger.
Ich folge okay, der Stimme. Wenn die Fliehende haben, brauche ich vielleicht doch noch ein paar mehr. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Oh, verstehe. Unsere Ressourcen schwinden rapide. Wir müssen eine andere Goldmine finden und unsere Streitkräfte sammeln. Nur so können wir die Traumhöhlen erreichen. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. So sei es. Verstehe. Wartet, ich kenne diese Vorbolgs. Sie sind aus dem Eschental geflohen, als die Verderbnis sich auszubreiten begann. Vielleicht sind sie der Verderbnis doch nicht entronnen. Wie die Göttin wünscht. Nicht genügend Gold. Jemand bedroht die Wildnis? Die Göttin ruft. Euer Gebäude ist fertig. Nicht genügend Gold. Euer Gebäude ist fertig. Ashetoraman. Anudura! Göttin, erleuchte meinen Weg. Für Kalimdor. Ich habe die Geschöpfe noch nie so aggressiv gesehen. Ich werde ihrem Fluch ein Ende setzen. Andu Falador! Wachtposten. Bei Elun. Ah, die weite, weite Welt. Okay, wir werden schon mal vorrücken, glaube ich. Treans können hier nicht wurzeln. Die Göttin ruft. Unverzüglich. Oh. Forschung abgeschlossen. Verstehe, dann geht die Wurzel weg. Ah, hätte ich vielleicht doch noch warten sollen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ashetoraman. Ich folge der Stimme von Elun. So sei es. Bei Elun. Der andere schläft jetzt. Es soll geschehen. Jemand bedroht die Wildnis, wie die Göttin wünscht. Im Namen von Cenarius. Wie die Göttin wünscht. Dieses Land und ich sind eins. Zum Angriff! Stärke. Ashterodalador. Gibt es Ärger? Jemand bedroht die Wildnis? Stärke. Unverzüglich. Ja, kriegt sie. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Der hat Intelligenz. Wie könnt ihr es wagen? Die Göttin ruft. Bei Elun.
So sei es.